Ich war in Laa an der Thaya, das ist im Norden von Österreich an der Grenze zu Tschechien und dort gab es eine sehr interessante Burg. Ich habe viele Bilder von der Burg gemacht und wir machen natürlich auch zusammen einen Spaziergang um die Burg und dann werde ich auch ein paar interessante Geschichten dazu erzählen. Und hier habe ich eine wunderschöne Broschüre. Auf Deutsch nennt man so etwas Broschüre und zwar von Laa an der Thaya. Ich zeige dir mal, wo das in Österreich ist. Hier siehst du, das ist Niederösterreich. Und da oben ist dann Laa an der Thaya. Das ist ein bisschen weiter nördlich von Wien. Es ist auch an der Grenze zu Tschechien. Es ist ein Grenzort. Und wir sehen uns mal an, wo diese schöne Burg genau liegt. Hier hast du nämlich einen Plan, der sehr schön gezeichnet wurde. Und hier an dieser Seite siehst du dann die Burg. Und genau dort habe ich dann auch gefilmt und ich werde dir ein bisschen etwas zu dieser Burg gleich weiter erzählen. In den Burgen gibt es ja genau diese Art von Bauweise, von Baustil. Das ist ja auch wirklich eine alte, mittelalterliche Burg. Du siehst auch hinten hier diese Mauern. Also das ist dieser typische Stil, den man sich vorstellen kann oder sich vorstellt, wenn man an eine mittelalterliche Burg denkt. So ein ganz typischer, ja, architektonischer Stil. Und diese Außenmauer hat dann da oben diese Burgzinnen. Das ist genau das hier, was du da oben siehst. Das sieht aus wie diese Zähne. Das sind die Burgzinnen. Und warum gab es diese Burgzinnen damals? Es gab diese Öffnungen, weil man dann zu Verteidigungszwecken sich dahinter verstecken konnte und dann Bogen schießen konnte oder andere, ja, militärische Zwecke hier dann erfüllen konnte. Also deswegen gibt es diese Burgzinnen und ich habe hier immer wieder solche Fenster gesehen. Also das sind offensichtlich auch Fenster, die schon relativ alt sind. Ja, und wir werden jetzt einmal diese Runde weiter zum Eingang machen. Der Eingang befindet sich auf der anderen Seite. Und ich möchte euch einfach einen kleinen Einblick geben. Und noch was anderes. Neben der Burg gibt es hier noch einen Bach. Hier fließt ein kleiner Bach, wenn man ihn sehen kann. Und vielleicht war das ja früher mal eine Art Burggraben. Das habt ihr vielleicht auch mal gehört, dass neben einer Burg dann immer wieder auch Wasser fließen soll, weil das einfacher ist zu verteidigen. Die Burg ist dann einfacher zu verteidigen, wenn es auch Wasser gibt. Und nicht nur, dass die Burg manchmal auf einem Hügel stehen soll, sondern auch um die Burg dann Wasser ist. Machen wir die Runde weiter. Also immer wieder können wir in dieser sehr, sehr rustikalen Mauer ein paar Fenster sehen. Diesen Stil nennt man eben auch rustikal. Rustikal bedeutet einfach nur, dass etwas sehr robust ist. Also dieser Stil hier ist äußerst rustikal. Da hinten sehen wir schon den Turm. Und von dem Turm, von der ganzen Anlage, habe ich natürlich auch noch viele andere Aufnahmen gemacht. Die werde ich selbstverständlich auch in dem Video hineinschneiden. Ach ja, und du kannst mich gerne auf BuyMeACoffee oder auf Patreon unterstützen. Da sehen wir dann den Eingang zur Laa Burg. Und hier steht dann: Herzlich willkommen in der Burg Laa. Wenn wir jetzt hier hineingehen, dann sehen wir auch den Burghof. Hier geht es dann weiter hinauf. Da habe ich schon vorher ein bisschen gefilmt. Und du kannst hier noch den Innenhof sehen. Das ist der Innenhof. Und da hinten kannst du noch ein bisschen deutlicher diese Burgzinnen sehen. Ein ganz, ganz schönes Beispiel hier dieser Burgzinnen. Ja, momentan ist hier nicht viel los. Man kann theoretisch noch diese Münzen prägen lassen. Das sind sogenannte Medaillen. Und was steht hier? Hier steht Burg Laa an der Thaya. Die Thaya ist ein Fluss, die hier durchfließt. Hier steht dann Rathaus
La an der Thaya. Und man könnte theoretisch eine 1-Euro-Münze nehmen mit einer 5-Cent-Münze und dann wird die 5-Cent-Münze zu dieser Medaille. Hast du mal so etwas gesehen? Hast du mal so einen Automaten bei irgendeiner Sehenswürdigkeit gesehen? Hast du das mal gemacht? Wenn ja, dann erzähl es mir und schreibe es in die Kommentare. Übe Deutsch mit mir. Ich werde hier noch kurz zum Eingang des Turmes gehen. Also da haben wir auch ein paar Elemente, die ja sehr alt wirken. Oder hier. Also das wurde extra noch hier stehen gelassen, damit man sich das anschauen kann. Aber offensichtlich ist das schon sehr alt. Und da ist noch ein schönes Fenster, das ich auch irgendwie recht stimmungsvoll finde, weil es sieht irgendwie sehr alt aus. Wie alt es wirklich ist, kann ich jetzt nicht sofort sagen, aber man bekommt dann irgendwie einen Bezug zur Vergangenheit, wenn man das wirklich angreifen kann und wenn man dann seine Fantasie auch irgendwo spielen lassen kann. Und egal wie viel Prozent von den Eindrücken, die man bekommt oder von den Bildern, die man dann im Kopf hat, Fantasie ist und wie viel Prozent dann wirklich mit der Realität sehr viel zu tun hat. Es ist einfach eine interessante Erfahrung, an so einen Ort zu kommen, wenn man sich vorstellt, das hat schon jahrhundertelang existiert. Das gibt es schon jahrhundertelang und hier müssen dann offensichtlich unglaublich viele Geschichten passiert sein. Und ich habe ja auch einen Mitgliederbereich. Mehr Videos, mehr Content für dich über ganz viele verschiedene Themen. Melde dich an, werde Mitglied bei meinem Kanal. Und das macht das einfach spannend. Das macht das auch wirklich lohnenswert, dann an so einem Ort zu stehen und sich ein bisschen vorzustellen, was hier alles womöglich passiert sein könnte und wie die Leute im Alltag hier gelebt haben könnten. Denn ich denke auch, für viele Leute ist das Thema Mittelalter sehr, sehr faszinierend. Es ist ein Faszinosum, kann man auch sagen. Für viele Leute ist es sehr faszinierend, sich mit dem Mittelalter zu beschäftigen. Es gibt ja sogar solche Kostümfeste. Es gibt in Mitteleuropa sehr viele Mittelalterfeste, wo die Leute dann in relativ originalgetreuer Kleidung kommen. Es sogar Ritterkämpfe gibt, die Leute auch Ritterrüstungen anziehen. Also ich denke, dass besonders im deutschsprachigen Raum in Mitteleuropa dieses Thema Mittelalter doch sehr viel Anklang findet. Also es besteht sehr großes Interesse daran. Das denke ich schon, und zwar auch besonders, weil es so spannend ist, nicht nur sich die Geschichte vorzustellen, sondern weil auch ja, das ganze Thema mit Rittern irgendwo auch sehr romantisch ist. Es hat ja etwas Romantisches. Da fliegen gerade die Tauben vom Dach, wenn man es vielleicht sieht, vielleicht auch nicht. Aber das Thema Mittelalter und Ritter hat ja etwas sehr, sehr Romantisches. Denn das hat mit Kämpfen zu tun, das hat mit Heldenhaftigkeit zu tun. Also Heldenhaftigkeit ist ein Nomen oder das Heldentum ist ein anderes Nomen. Das Heldentum, also die Ritter möchten gerne Helden sein, sie möchten sich gerne heldenhaft verhalten und erfolgreiche Kämpfe schlagen. Und deswegen hat einfach das Mittelalter oder auch ja das Rittertum eine Aura, die irgendwo sehr faszinierend ist. Und jetzt lesen wir zusammen eine Sage rund um die Burg La, die sehr, sehr faszinierend ist. Und zwar geht die Geschichte folgendermaßen. Herr Hagen von Drachenstein trieb als Raubritter im Neckartal sein Unwesen. Seine gutherzige Frau litt unter seiner Herrschsucht und als sie ihm eine Tochter schenkte, war er sehr unzufrieden, denn für ihn zählte nur ein Sohn. Als das Mädchen Siegtraut zu einer lieblichen Jungfrau herangewachsen war, verliebte sich der arme, junge Ritter Hamann von Wolfseck in sie. Er verdingte sich daher unter einem anderen Namen bei dem Raubritter, der an ihm Gefallen fand, da er tapfer, geradlinig und tüchtig war. Da der Vater natürlich einer Verbindung nicht zustimmte, flohen die beiden. Nach langer Irrfahrt
kamen sie in die Burg La, die ein Herr von Kornberg innehatte. Dieser nahm sie freundlich auf und Hartmann bewährte sich als tüchtiger Ritter. So lebten er, seine Frau und das inzwischen geborene Töchterlein Sieglinde glücklich und zufrieden hier in der Laher Ebene. Aber der Rachezorn des grausamen Hagen von Drachenstein holte sie ein. Er zog mit einer großen Schar vor die Burg La und verlangte die Auslieferung der Flüchtigen. Natürlich wurde das Begehren abgewiesen und daher die Festung belagert. Schließlich wagten die Eingeschlossenen einen letzten verzweifelten Kampf, den aber der böse Hagen gewann. Hartmann floh mit Frau und Kind in den runden Butterfassturm. Auch diesen erstürmte der Wüchterich. Man hörte schon die stürmenden Sprünge des Drachensteiners über die letzten Turmstufen. Jammervoll schaut Siegtraut auf ihren Mann. Dieser aber umarmte sie und das Kind, küsste beide noch zum Abschied und stürzt sich mit ihnen aus dem Turmzimmer in die gähnende Tiefe. Angesichts dieses Unglücks, das er angerichtet hatte, kam der alte Drachensteiner zur Besinnung und bereute seine Hartherzigkeit. Natürlich waren die drei aber gar nicht tot. Der sumpfige Laher Burggraben hatte ihren Fall gemildert und sie waren ohne gröberen Schaden geblieben. Dem glücklichen Ende stand nun nichts mehr entgegen. Der alte Drachensteiner wurde gütig und angesichts seiner lieben Enkelin ganz weichherzig. Alle vergaben einander und Graf Hagen zog mit seinen Mannen zurück in das Rheinland. In La blieb lange Jahre das Geschlecht derer von Wolfseck. Die Zeit verging, Hartmann und seine Nachfahren machten La zu einer blühenden Grenzstadt, welche dem Kaiser als eine allzeit getreue Festung verblieb. Na, was sagst du zu dieser Sage, zu dieser Geschichte? Gibt es vielleicht eine ähnliche Geschichte in deinem Land? Wenn ja, dann schreib bitte etwas darüber in die Kommentare und übe Deutsch mit mir. Hier habe ich nochmal ein Foto gemacht mit den Daten zur Chronik der Laher Burg. Der Ort La selbst wurde etwa um 1150 erstmals urkundlich erwähnt und ungefähr zwischen 1230 und 1260 wurde diese Stadtbefestigung ausgebaut. Das bedeutet also, diese Burg gibt es seit ungefähr 800 Jahren. Das ist auch schon eine ganz schön lange Zeit. Und hier zeige ich dir mal, wie dieser Turm von innen aussieht. Ich bin also hier hinaufgegangen und du siehst vielleicht schon, dass diese Treppen ziemlich eng und klein sind. Und es ist auch sehr, sehr interessant, die Wände anzusehen, denn man kann verschiedene Reste von Wandbemalungen sehen. Eine Wandbemalung heißt auch ein Fresko. Aber hier sieht man eben ein paar Ausschnitte und auch ein paar Verzierungen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und irgendwie kann man sich in diese Zeit auch ein bisschen hineinversetzen. Man kann auch zum Teil seine eigene Fantasie ein bisschen spielen lassen. Wie gesagt, existiert dieser Turm schon seit so langer Zeit und ich denke mir, dass sich hier so viele verschiedene Geschichten abgespielt haben müssen. Es ist sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken. Und als ich dann oben angekommen bin, habe ich natürlich mit meiner Kamera auch eine Runde gemacht, damit wir einfach einen 360-Grad-Blick von diesem Aussichtsturm bekommen können. Und es ist wie gesagt eine Grenzstadt. Man kann schon nach Tschechien rüberblicken. Auf der anderen Seite sieht man die Wohnhäuser von La. Kurz gesagt, es war ein sehr besonderes Erlebnis. Man ist nicht alle Tage in einer Burg. Und jetzt üben wir zusammen Deutsch und lesen genau diesen Teil über die Burg zusammen. Die Burg. In diesem Bereich der Stadt lassen sich die Ausmaße der Festung erahnen. Der Nordosten der Stadtmauer wurde in der zweiten Ausbaustufe zur Burg. Die Zitadelle an der Ecke diente zur Rundumverteidigung im Notfall und war letzte Zufluchtsstätte. Die Burg war von einer doppelten Mauer umgeben. Alle anderen Teile der Stadt hatten keine vorgelagerten Mauern, sondern Erdwälle und Palisaden. Ein Erdwall ist eine Art von Erdmauer und eine Palisade ist eine Wand aus Pfählen. Ein Pfahl ist eine lange Stange aus Holz zum Beispiel. Nach 1400 wurde die Burg um den Butterfassturm, später
um Wirtschaftsgebäude und Wohnmöglichkeiten erweitert. Bis ins 19. Jahrhundert waren die Inhaber der Burgherrschaft Adelige. Später war das Burggebäude in privater Hand. Nun ist es im Besitz der Stadtgemeinde. Ach ja, und du kannst mich gerne auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon unterstützen. Und ich habe auch einen Mitgliederbereich. Mehr Videos, mehr Content für dich über ganz viele verschiedene Themen. Melde dich an, werde Mitglied bei meinem Kanal.